Und das am frühen Morgen. Eine Hiobsbotschaft. Mein Amazon-Konto wurde gesperrt. Mit dem Betreff EM47957379 und der Belegnummer 8401-3017-0391-5819. Lieber Benutzer, bin ich froh, dass Amazon meinen Namen nicht weiß nach 20 Jahren? Ja, ich bestelle schon 20 Jahre bei Amazon und die wissen immer noch meinen Namen nicht. Was ist los? Am 14.11.2018 haben wir Tätigkeit sogar. Was ist denn eine zweifelhafte Tätigkeit? In der Nähe von Frankfurt am Main bemerkt. Wenn, dann müsste da Bad Mergentheim stehen. Eine der Moglichen, das ist die, der Beweis dafür, dass der diese E-Mail geschrieben hat, auf seiner Tastatur keine Umlaute hat. Ja? Sonst wären hier nämlich Umlaute drin. Die haben sie einfach weggelassen. Ist der unberechtigte Zugang zu ihrem Benutzerkonto? Die Frage ist, woher will Amazon wissen, ob jemand unberechtigt auf mein Konto zugreift? Ich meine, das ist ja Quatsch. Wenn sich jemand mit meinen Daten einloggt, dann ist es ja nicht unberechtigt. Ja, dann ist es ja berechtigt. Das hat dann ja seinen Grund. Ja, also es kann keinen unberechtigten Zugang geben. Deswegen sind diese ganzen E-Mails, die ihr da kriegt, auch völlig bescheuert, weil wenn sich jemand mit den echten Daten einloggt, kann das ja nicht unberechtigt sein. Bevor wir herausfinden konnten, was ist passiert, Zutritt zu ihrem Konto wurde übergangsweise gesperrt. Ja, alleine dieses schon ist, dass das nicht von Amazon kommen kann. Der Zugang zu ihrem Konto ist blockiert, bis Sie darauf zugreifen und Sie die Verifizierung Ihrer persönlichen Informationen nicht bestehen. Was? Der Zugang zu Ihrem Konto ist blockiert, bis Sie darauf zugreifen und Sie die Verifizierung Ihrer Persönlichkeit nicht bestehen. Ja, da komme ich ja gar nicht mehr rein. Dann bekommen Sie eine Listung der letzten Aktivitäten, so. Wenn Sie beachten, dass es Transaktionen auf dieser Listung gibt, das ist doch kein Deutsch. Ah, Sicherheit der Benutzer ist ein Schlüsselpunkt. Sehr schön. Kooperieren Sie mit uns, um unsere Gesellschaft besser zu machen. Ja klar, natürlich habe ich mich da eingeloggt. Ist ja klar. E-Mail-Adresse. Ihr Wix Kopfe. Et fickt euch. Punkt. XXX. Passwort. Fickt euch selbst. So, weiter. Jetzt bin ich auf einmal bei PayPal. Und zwar beim echten PayPal. Die haben sich also nicht mal die Mühe gemacht. Die haben sich nicht mal die Mühe gemacht, auch danach noch ein Amazon zu machen, sondern die wollten nur diese beiden Daten haben. Und damit ist die Arbeit ja auch schon erledigt. Und spätestens jetzt müsst ihr ja selber merken, dass hier was nicht stimmt. Weil ihr wolltet ja euch nicht bei PayPal einloggen, sondern bei Amazon. Ja? Die haben sich also nicht mal die Mühe gemacht. Das ist ja witzig. Okay. Schweinepriester. Schweinepriester. Übrigens, wo ich gerade dabei bin, ich habe noch eine eigene Homepage, falls euch das mal interessiert, vor lauter Facebook. Ich bin aus Facebook raus. Facebook gibt es nicht mehr bei mir, es ist weg. Facebook ist erledigt. Und da könnt ihr auf meiner Homepage ab und zu mal nachgucken. Ich habe zwar schon lange nichts mehr geschrieben. 3.9. Aber da werde ich mich wieder öfters mal beteiligen, ja. Ich bin aus Facebook raus. Weg. Auch keine Fake-Accounts mehr. Komplett weg. So. Schreibt runter. Hashtag. Ne, ist ein bisschen lang, ne? Hedley ohne Facebook. Macht euch mal die Mühe. Hedley ohne Facebook. Macht mal. Oder Hedley hat kein Facebook. Für jeder, der drunter schreibt, Hedley hat kein Facebook, verlose ich was. So, jetzt. Jetzt sind wir durch. Und tschüss.